Also Welterbesteig, da in dieses Loch hinein. Du schaust, wie dick und wie klein gleichzeitig die Bäume da oben sind. Ja. Die hast du schon sehr schwer. Der Tote Berg ist was ganz was Hübsches. Grüße aus Rossatz, ich bin Flatterbär und heute geht es auf die 12. Etappe vom Welterbesteig Wachau. Und ich stehe so einsam und verlassen, dass ich mir diesmal gar nicht darauf ausreden kann, dass Autos kommen, um mich einfach mitzunehmen. Ich nehme mich aber einfach trotzdem mit, sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Ja, wie üblich in Ortschaften, in Hundepinkelhöhe die Markierungen. Ja, man strebt da zuversichtlich den gelben Weg, weil sonst sind wir die Falschen. Da drüben ist zwar hübsch, aber da geht's lang. In der Tölling. Sieht man eine Anhöhe, so einen Kamm aufragen, in den herrlichsten Farbtönen des Herbstes. Und da oben ist der Bemwechsel. Und deswegen machen wir da so einen Bogen, ja, was da drüben ganz steil aufragende Ufer mit Felsabschützen sind, hat Rossatz auf der Seite der Donau eine Schwemmterrasse beschert mit Obstbau und Wein und allem drum und dran. Eine Landschaft wie ein großer Garten. Ne? Nicht überall ist der Einfluss des Menschen auf die Natur ganz furchtbar und schrecklich. Manchmal entsteht was wirklich Besonderes. Radfähre Rossatz-Dürnstein, 197 Meter Seehöhe. Da gehen wir jetzt kurz einmal vor und schauen wir uns einmal einen schönen Blick an. Welterbesteig, Abzweigung, schau. Da geht's hinauf für uns. Aus ist mit der Donau. Gott sei Dank, man kann der Donau auch im Verlauf des Welterbesteigs einmal attraktiv nahe kommen. Nicht nur im Kraftwerk oder auf der Donaubrücke mit der Inspektion, sondern einmal auch in einer sehr naturnahen Umgebung. Schnell ist der Asphalt raus und wir gelangen in den Seegraben nach dem Seekopf, den wir in der 11. Etappe überschritten haben. Beim Anstieg in den Seegraben umspielt uns frischer Wind. Hm? Panoramaweg, Rossatz, Rührsdorf, Marillenmeile, Smaragdeidechse,
Panoramaweg Rosatzbach, Fähre nach Dürnstein, wo wir herkommen. Panoramaweg Rosatzbach, da geht es überall hin. Also Welterbesteig da in dieses Loch hinein. Naja, nein. Also tatsächlich in den Seegraben hinein. Die Helenenhütte, tatsächlich haben wir auch wieder ein Unterstandshütterl, wie sie bei uns doch so selten sind. Makellos bleibt die Markierung, schau. Da vorne hinauf, Welterbesteig, alles schön angeschrieben. Da trennt sich jetzt unser Weg vom Seegraben und vom Anstieg zum Seekopf. Rotes Kreuz. Da ist der Bemwechsel gar nicht angeschrieben, so war schade. Da kommt nicht zu Ehren. Im Anstieg zum Bemwechsel ist zwar steil geworden, aber diese Straße da, das schaut schon fast so aus, als hätte man die mal in Ansätzen zumindest gepflastert gehabt, gell? Das ist erstaunlich steinig. Eine schöne alte Wegbefestigung. Wäre interessant, was das einmal war und wie alt diese Straße da wirklich ist. Mit so einem gemischten Laub- und Nadelholzbestand. Also so eine herbstliche Färbung gleich noch einmal so schön, weil der Kontrast von den immergrünen Bäumen da ist. Jetzt schauen die Föhren da schon richtig blaugrün aus im Vergleich, weil alles andere so goldgelb und braun glänzt. Man könnte versucht sein, dieser Abzeugung Rotes Kreuz Schenkenbrunn zu folgen. Das stimmt aber nicht. Es geht tatsächlich sanft weiter bergan. Der Welterbesteig hat da seine Markierungen auf dieser verkrümmten Buche drauf. Schaust, wie dick und wie klein gleichzeitig die Bäume da oben sind. Ja. Die hast du schon sehr schwer. Schau mal, der Baum ist abgebeutelt, ja. Aber im Betrieb hat er noch nicht eingestellt. Das ist nämlich interessanterweise eine Buche. Da auch, schau. Ja. Die kämpfen da ziemlich mit ganz dicken, knorrigen Stämmen. Schau, ganz exponierte Exemplare, die sicher alt sind, aber die halt natürlich da schon wirklich im allerletzten möglichen Verbreitungsgebiet sind. Da hinten aus Rossatz kommen wir her. Eine schöne Rückschau ist da möglich. Selten ein Forststraßenhatscher
mit einer so einer dermaßen attraktiven Aussicht wie hier. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Also zum Vergleich. Meine Hand. Es ist schon gewaltig. Naturschutzgebiet. Kochelberg. Toter Berg. Zwar jetzt nicht der offizielle Wegverlauf, aber wenn wir schon mal da sind. Ja, wer kann, sollte diesen Anstieg da nicht auslassen. Der tote Berg ist was ganz was Hübsches. Eindrucksvolle Vegetation. Schöne Ausblicke durch den Wald hindurch. Wenn auch nicht auf irgendwelche spektakulären Orte. Aber trotzdem, der Abstecher dauert vielleicht 5 Minuten. Warum nicht? Magst du nicht so schlecht, oder? Ja, ein wunderschöner Wegabschnitt. Auch wenn das eine kurze Etappe ist, außergewöhnlich abwechslungsreich. Steile, felsige Abstürze von Bemexl. Ja, es ist schon ein schöner Platz da, ne? Bemexl, 508 Meter Seehöhe. Ja, ausgesprochen hübsche Landschaft ist es da, rund um den Bemexl. Das wäre auch was für eine Wintertour. Mit Schneeschuhen, jedenfalls wenn es einen Schnee gibt. Ja, die Sau wühlt da ganz ordentlich. Ich glaube, da ist die Wildschweinlabestelle. Rotes Kreuz, Schenkenbrunn. Welterbesteig. Nach Schenkenbrunn direkt kommen wir nicht, aber zum Roten Kreuz kommen wir schon. Gott, das ist die Hirschwand zu sehen. Und da hinten war der Seekopf. Aber der verschwindet da hinterm Wald leider. Schau, Bankerl, anderes Bankerl. Alles da. Rotes Kreuz in 504 Meter Seehöhe. Oberberg an Kapelle in einer Stunde. So, nimm das Bankerl in Besitz, die Rast haben wir uns verdient. Gut, also wir machen uns nach einer kurzen Rast beim Roten Kreuz wieder auf in den Wald hinein, auf schmalem Steigelein. Eine hübsche Abwechslung und eine gute Alternative zur Forststraße.
Schon ein Welterbesteig. Genau. Wir befinden uns schon wieder im Abstieg in Richtung Oberbergern. So schnell kann es gehen. Ja, Architekturwettbewerb wird diese jagdliche Einrichtung da kein Gewinner. Aber es kann nicht alles spitze sein. Bergener Höhe 425 Meter Seehöhe, Bemwechsel 1 Stunde, na, da kommen wir her. Oberbergern Kapelle 30 Minuten, na, das ist jetzt aber enttäuschend, oder? Oberbergern in Blau, Ferdinandswarte in Gelb. Na gut. Nach links zur Ferdinandswarte hinein ist es dann noch einmal abgehend von der Straße. Wir müssen also keinen 1 Kilometer langen Asphalttatscher auf uns nehmen. Wer hier schon müde ist, findet ein paar Rastmöglichkeiten am Waldrand vor mit einem schönen Blick auf Oberbergern. Ja, zum Beweis, dass wir da richtig sind, da muss man diese Markierung beachten. Und vorher muss man gut auf die Karte schauen, gell? Weil sonst wären wir da fehlgegangen. Na schau, wieder ein Welterbesteigzeichen. Aussichtspunkt Dunkelsteiner Wald, Panoramablick. Ja, ja. Welterbesteig. Welterbesteig. Jakobsweg Wachau, Mautern, Rathausplatz, schau, das wäre die Etappe Oberbergern, Stift Göttberg, Mautern. Rosatzkirchenplatz, da kommen wir her. Ja. Also, was bleibt uns noch? Auf nach Oberbergern. Eigentlich ab nach Oberbergern, oder? Herzlich willkommen hinterm Gartenzaun. Oberbergern Kapelle ist erreicht in 359 Meter Seehöhe. Das war es jetzt von der 12. Etappe von Rossatz nach Oberbergern. Ich bin schon dabei und vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Siehst Müsli-Riegel-Allergie, sag ich ja. Du lachst immer. Find das gar nicht zum Lachen. Von Allergiesymptomen gefragt, der wenn du den Berg heraufschleppen und dein Sportbein am Arbeit ertragen. Ist das nicht ungerechtes Leben? Wie gibt denn meine Beine? Ja, selber Beine. Ist dann wenigstens gerade Beine. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass meine Beine verbogen sind. Ich hab's nicht verbogen. Ja, schon am Hinweg zu erwartet man einen wunderschönen Blick nach Dürnstein. Die Ferdinandswarte hat auch ein Wartenbuch. Weitläufiger Stift liegt hinter uns.